beim Bergsteigen braucht man eigentlich nur sehr wenige Knoten. Die Knoten, die wir haben, die muss man aber blind beherrschen. Der Halbmastwurf ist weniger ein Knoten als vielmehr eine Sicherungsmethode. Deshalb sprechen wir auch von der HMS, von der Halbmastwurfsicherung. Der zweite universelle Knoten, den ich beim Alpinklettern beherrschen sollte, ist der Halbmastwurf. Der dient zum Sichern vom Vor- und Nachsteiger. Das heißt, ich kann ihn wirklich ersetzen, theoretisch ein Sicherungsgerät. Ich kann ihn zur Not sogar mal beim Abseilen verwenden. Zum Knüpfen lege ich einfach eine Schlaufe durch den Karabiner, nehme dann einen der zwei Seilstränge, führe ihn um den anderen rum und gehe wieder noch einmal durch den Karabiner durch. Die Halbmastwurfsicherung HMS funktioniert also sowohl zum Sichern des Nachsteigers als auch zum Sichern des Vorsteigers. Zuerst legt man die HMS direkt in den Karabiner ein und schraubt diesen dann zu. Bei der Bedienung der Halbmastwurfsicherung ist es wichtig, dass man das Bremsseil niemals loslässt. Empfohlen ist dabei das kontrollierte Umgreifen. Alternativ kann man dazu auch die Tunnelhand verwenden. Bei Zug baut der HMS Reibung auf und bremst das Seil. Bei Gegenzug springt der Knoten um und funktioniert ebenfalls in die andere Richtung. Seine Eigenschaften sind somit hervorragend geeignet, um den Kletterpartner beim Klettern zu sichern, egal ob im Vorstieg, im Nachstieg oder zum Ablassen. Da Knoten für uns extrem wichtig sind, muss man sie üben. Dies gilt insbesondere für die Halbmastwurfsicherung, die im Alpinklettern in den leichteren Schwierigkeitsgraden die bevorzugte Sicherungsmethode ist. Mit ihr kommt man ohne eigenes Sicherungsgerät durch jede Wand.